da streiten sich die Leiber um. Oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm. Am Ende weiß keiner nichts. St. Egid am Neuwalde am 13. August 1920. An das Präsidium der Nationalversammlung in Wien. Die gefertigte Gemeindevorstehung erlaubt sich, den in der Gemeinderatssitzung mehrstimmig gefassten Beschluss wie folgt mitzuteilen. Sollte bei Beratung der Bundesverfassung das Land Niederösterreich in zwei Teile zerfallen, den von dem Traisenursprung ausgehenden Teil des Traisental und das Gölsental dem neu zu schaffenden Wienerland anzuschließen. Wie schaut die Situation vor 100 Jahren aus? Die Monarchie ist 1918 zerbrochen. Es bleibt ein kleiner Rest, die Republik Österreich, anfangs Deutsch-Österreich über, in der Wien mit seinen fast 2 Millionen Einwohnern einen großen Teil der Bevölkerung stellt. Dazu kommt die Situation, dass nach den Landtagswahlen im Jahr 1919 die Sozialdemokraten in Niederösterreich die Mehrheit bekommen. Auf der einen Seite die agrarisch strukturierten ländlichen Gemeinden, in denen die christlich-sozialen dominieren. Auf der anderen Seite insbesondere Wien mit seiner deutlichen sozialdemokratischen Mehrheit. Das ist die Geburtsstunde des Roten Wien. Wir müssen bedenken, dass Wien ja zu diesem Zeitpunkt immer noch Teil des Landes Niederösterreich war. Über Jahrhunderte hinweg Sitz des Niederösterreichischen Landtags. Wir haben hier das Niederösterreichische Landhaus, in dem eben auch über Wiener Schicksale entschieden worden ist. Ein Beispiel für diese Befürchtungen am Land ist etwa die Sewer-Ehe. Der sozialdemokratische Landeshauptmann Albert Sewer ermöglicht es, den Katholikinnen und Katholiken, die geschieden sind, noch einmal eine zivile Ehe einzugehen. Nachdem verfassungsrechtlich die Grundlagen für die beiden neuen Länder Niederösterreich, Wien geschaffen wurden, ging es um die Aufteilung des Tafelsilbers, also jenen Vermögen, Immobilien, Anstalten, die dem Land Niederösterreich gehörten. Wir sind hier in der Birkergasse. Hinter uns befindet sich das Gebäude des ehemaligen Landesmusterkellers. Ich finde es natürlich ganz witzig, dass genau diese Institution, wo es um Wein ging, zwischen den beiden Verhandlungsteams von Niederösterreich Land und Wien so heftig umstritten war, wie die Protokolle zeigen. Das war übrigens eine österreichische Besonderheit, dass der Landtag von Niederösterreich auch nach der Trennung ja noch über Jahrzehnte in Wien getagt hat, also außerhalb der eigentlichen Landesgrenzen. Erst in den 1980er Jahren wurde St. Pölten zur Landeshauptstadt erklärt und erst in den 1990er Jahren übersiedelt der Landtag, wie auch maßgebliche Teile der Landesregierung, aber auch andere Institutionen, die Landesbibliothek, das Landesmuseum, nach St. Pölten. Dieser Antrag wird begründet, dass sowohl verkehrstechnische als auch viele wirtschaftliche Gründe für den Anschluss sprechen. Bitte diesen Beschluss zur Kenntnis zu nehmen und bei Beratung der Verfassung entsprechend zu berücksichtigen. Hochachtungsvoll, der Bürgermeister Fritz Wagner.